Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Vielleicht haben einige von Ihnen, von euch, das Lied schon erkannt. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Und das wollen wir auch tun, heute in diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen an Sie und an euch alle, hier in Präsenz im Gemeindehaus und auch zu Hause vor dem Bildschirm, da wo Sie uns gerade mit anschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich möchte uns begrüßen mit dem Bibelwort für die kommende Woche aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 12. Ein Wort von Jesus, wo Jesus sagt, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Ich kann doch nichts Besonderes. Ja, manchmal ist es leichter, seine eigenen Schwächen und Mängel aufzuzählen, als die eigenen Stärken. Aber Jesus macht mit seinem Wort deutlich, wie viel uns mitgegeben ist, dass wir es weitergeben können und damit daraus etwas Gutes wird. Wenn wir unsere Gaben Gott und den Menschen zur Verfügung stellen, dann macht uns das nicht ärmer. Ganz im Gegenteil, es macht uns reicher und es öffnet uns für Gott und für sein Wirken in dieser Welt. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel verlangt, sagt Jesus. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr gefordert. Ich möchte ganz besonders begrüßen zu unserem Gottesdienst heute Pfarrer Steffen Hunder im tätigen Ruhestand, sag ich mal. Sie waren ja viele Jahre Pfarrer an der Kreuzeskirche hier in Essen und sind jetzt im Ruhestand, aber immer noch rührig und tätig. Ja, schön, dass Sie heute wieder mal da sind. Ich freue mich sehr darüber. Einfach auch als Zeichen der Verbundenheit, als unterschiedliche Kirchen miteinander und dass Sie einfach teilnehmen an unserem Gottesdienst und die Predigt uns halten. Vielen Dank. Besonders begrüßen möchte ich auch zwei besondere Gäste, die eigentlich seid ihr keine Gäste. Ihr gehört ja zur Gemeinde viele Jahre, bloß wohnt nicht mehr in Essen. Andreas und die Claudia aus Ronneburg. Schön, dass ihr heute Morgen auch mit dabei seid und unseren Gottesdienst heute hier bereichert. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen beten und wenn möglich bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Gott, du Schöpfer allen Lebens, du hast uns ins Leben gerufen und uns zu unverwechselbaren Menschen gemacht. Über jeden und jede von uns hast du dir viele Gedanken gemacht und hast viel in uns hineingelegt. Danke. Und danke, dass wir auch heute in aller Freiheit Gottesdienst feiern können. Du hast versprochen, in unserer Mitte zu sein. Schenk uns offene Augen, wo du auf wunderbare Weise dein Reich in dieser Welt baust. Öffne uns Ohren und Herzen, damit wir froh werden über deinem Evangelium. Dies bitten wir im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen. Wir nehmen wieder Platz und singen ein erstes gemeinsames Lied. Morgenlicht leuchtet.
Ja, guten Morgen alle zusammen. Das ist ein besonderer Morgen, denn die Kinder sind an diesem Sonntag alle dabei und wir möchten euch ganz, ganz herzlich begrüßen und wir möchten euch nach vorne bitten. Würdet ihr das bitte tun? Ich weiß, es ist immer eine kleine Überwindung, nach vorne zu kommen, auch für mich. Ich bin auch nicht so oft hier vorne. Wenn die Eltern möchten, dürfen die auch gerne nach vorne kommen. Das dürft ihr wollen, müsst ihr aber nicht. Ja, liebe Kinder, ihr habt jetzt seit 3 Tagen wieder Schule. Ihr habt ein neues Schuljahr angefangen und das, denke ich, ist ein Anlass für euch zu beten. Und das wollen der Gerald und ich tun und als erstes wollen wir einen Psalm lesen. Die Sonne steht prächtig am Himmel. Gott selber scheint mir ins Herz. Gott, du hast mir deine wunderbare Welt anvertraut. Ich möchte auf sie Acht geben. Hilf mir, dein Wort zu hören. Du machst mich froh. Die Sonne steht prächtig am Himmel. Gott selber scheint mir ins Herz. Gott, du hast mir Menschen als Familie, als Freunde gegeben. Ich möchte auf sie Acht geben. Hilf mir, an dein Wort zu glauben. Du machst mich klug. Die Sonne steht prächtig am Himmel. Gott selber scheint mir ins Herz. Gott, du hast mir mein Leben geschenkt. Ich möchte auf mich Acht geben. Hilf mir, deinem Wort zu folgen. Du machst mir Mut. Die Sonne steht prächtig am Himmel. Gott selber scheint mir ins Herz. Amen. Ja, wir möchten jetzt für euch beten und ihr dürft auch gerne die Masken abmachen, wenn euch das zu warm ist. Wenn nicht, dürft ihr sie aber auch aufhalten. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken für die Kinder in unserer Gemeinde. Wir bitten dich um einen guten Start in das neue Schuljahr, dass die Kinder sich wohlfühlen und mit alten und neuen Freunden viel Spaß haben. Lass sie mit Freude lernen und schenke Lehrerinnen und Lehrern Engagement und Geduld für ihren Beruf. Für die Eltern bitten wir dich um Liebe und Weisheit bei der Erziehung ihrer Kinder. Und dass sie immer ein verständnisvoller Ansprechpartner für ihre Kinder sind. Auch für alle Großeltern und Urgroßeltern und für uns als Gemeinde, schenke uns offene Augen und Ohren, wo wir die Kinder unterstützen können. Segne unsere Kindergottesdienste. Amen. Herr Jesus Christus, du hast ein Herz, besonders für Kinder, aber auch für Große. Groß und klein, wir dürfen zu dir kommen. Und wenn wir dir vertrauen, Herr, so wie Kinder dir vertrauen, so sprichst du uns das Himmelreich zu. Danke dafür. Und ich möchte dich bitten, wir möchten dich bitten, dass du die Kinder im neuen Schuljahr begleitest, ihnen schöne neue Erfahrungen schenkst mit Freunden, dass sie für sich persönlich vorankommen und dass die Schule auch Spaß macht. Bitte segne sie und schütze sie. Wir bitten dich für die Familien, die Eltern. Und Herr, wir bitten dich auch für die kleinen Kinder, die in die Krabbelgruppe oder in den Kindergarten kommen. Auch hier bitten wir dich für die Eltern, für die Familien, um Zusammenhalt und dass du sie begleitest. Danke, dass du gute Gedanken hast für unser Leben und dass wir zu dir kommen können. Amen. Ihr geht jetzt in den Kindergottesdienst nach nebenan und du, Noah, holst noch die Kerze von hier vorne. Wir wünschen euch eine ganz schöne Zeit im Kindergottesdienst. Wir singen das nächste gemeinsame Lied. Beim Singen bitte ich, dass wir die Masken aufsetzen. Wenn wir nicht singen, können wir auch gerne so einfach im Raum sitzen. Wir haben gelüftet und das ist okay so. Das nächste Lied, Unser Vater in dem Himmel,
Und der Andreas und ich, wir machen ein kleines Vorspiel und dann geht es gemeinsam los. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute darf ich mal vorne sitzen. Mit diesem Ausruf setzte sich mein Sohn Niklas sofort neben mich vorne auf den Beifahrersitz, bevor sein älterer Bruder Jonas dort Platz nehmen konnte. Vorne sitzen, das ist für unsere Kinder, und Sie wissen, wir haben 6, ein wichtiges Thema gewesen. Weil wer vorne saß, der war schon groß und der hatte wirklich schon sozusagen eine besondere Pool-Position. Ich will am Fenster sitzen. Wie oft habe ich diese Ausruf am Flughafen gehört? Und dann musste ich gucken, so viele Fensterplätze gibt es ja oft gar nicht, ne, für eine Familie, weil am Fenster sitzen bedeutete wunderbare Aussicht über den Himmel und die Erde und man hat sozusagen den Durchblick. Unser heutiger Predigttext, liebe Gemeinde, erzählt eine Geschichte, wo die Jünger Fensterplätze im Himmel haben möchten. Darum bitten sie Jesus, eine, wie ich finde, spannende Geschichte. Wir hören aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen zu ihm: Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen: Was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm: Gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr wisst nicht, um was ihr mich bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde?
Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und ihr werdet mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde. Aber sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, sondern das wird denen zuteil, die dafür bestimmt sind. Und als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über Johannes und Jakobus. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, dass die Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Liebe Gemeinde, auf die Plätze, fertig, los. Es geht in unserem Leben oft um die Pole Position. Ich schätze, die meisten von Ihnen kennen das. Ob das in der Schule gewesen ist, wir haben gerade von den Kindern gehört, bei der Einschulung kann ich oft noch sehen, die Idötzchen, die auf dem Schulhof standen, wo wir Schulgottesdienste gemacht hatten. Und dann ging es natürlich darum, wer kriegt die besten Plätze in der Klasse? Will ich neben meiner Freundin, meinem Freund sitzen? Und das geht dann so weiter, im Studium, im Beruf, in der Wohnungssuche, ja selbst bei der Parkplatzsuche, gerade hier in der Essener Innenstadt, ist es besonders schwierig, den richtigen Platz zu finden. Und wahrscheinlich haben Sie auch schon mal erlebt, ist mir mal so gegangen, ich hatte gerade schon geblinkt, da ist einer vor mir reingefahren. Da war ich jetzt nicht amused. Aber es liegt in der Natur der Sache, wer zuerst kommt, kriegt die begehrtesten Plätze und die schnappt mir dann unter Umständen ein anderer weg. Um gute Plätze sich zu bemühen, das ist etwas, was wir im Leben kennen. Da gibt es das berühmte Sprichwort, den Letzten beißen die Hunde. In unserer Gemeinde ist das dann, die Letzten beißt der Hunde. Ne? Haben wir in unserem Leben den Platz gefunden? Ich habe oft junge Leute erlebt, die lange gebraucht haben, bis sie ihren Platz gefunden haben, weil sie ihren Beruf noch nicht hatten oder die richtige Beziehung noch nicht da war oder noch nicht die richtige Stadt gefunden hatten. Und wir wissen, das kann dann wirklich eine sehr beschwerliche Sache sein, den richtigen Platz zu finden. Und dass das oft gar nicht einfach ist und mitunter auch große Verwerfungen hervorruft, dazu habe ich ein kleines Gedicht gefunden von Arno Schmidt, der das auf einen Punkt gebracht hat. Sie kennen alle diese berühmte Geschichte von Hase und Igel. Das hat er mal so zugespitzt und ich fand den Text sehr treffend. Da wird den Kindern ein Märchen erzählt, es handelt in einer Fabelwelt. Ein Has und ein Igel geraten in Streit, es geht um ihre Geschwindigkeit. Das Ende vom Märchen kennt jedes Kind. Der Hase verliert und der Igel gewinnt. Und das empfindet man als gerecht, denn der Igel ist gut und der Hase ist schlecht. Doch was steht wirklich im Märchen drin und weist damit hübsch auf Heutiges hin? Der Igel ist clever und hat keine Not, der Hase ist ehrlich und rennt sich tot. So ist das Leben. Wer zuerst kommt, mal zuerst und wer sozusagen die besten Plätze hat, vor allen Dingen, wenn er Beziehung hat, schafft es. Und ehrlich gesagt möchte ich mir nicht vorstellen, wie es passiert auf den Krankenstationen, wenn Menschen, die mit Corona eingeliefert werden, dann plötzlich in diese Triage geraten und sagen, du darfst hier nicht liegen, sondern der kommt vor dir. Und das sind ja Situationen, die wir Gott sei Dank in unserem Land so bisher nicht erleben mussten. In anderen Ländern war das ganz anders. Und natürlich hoffen wir, in der Bibel geht es anders zu. Aber die heutige Geschichte scheint doch zu zeigen, da läuft das auch so. Da kommen noch zwei Jünger zu Jesus und sagen, hör mal, wir sind doch ganz dicke mit dir, gib uns doch schon mal die besten Plätze. Sozusagen die Pole Position im himmlischen Ministersessel, kann man sich vorstellen. Der eine Finanzminister, der andere Außenministerin, ne? Sind ja zwei Kerle. Und dann erzählt Markus, finde ich, sehr klar, wie Jesus darauf reagiert. Er weist sie nicht schroff zurück und sagt, da habt ihr überhaupt nichts zu suchen, sondern sie sind ja ganz nah bei ihm. Aber er sagt ihnen ganz klar, was wollt ihr denn, dass ich euch tun soll? Und dann rücken sie langsam mit der Sprache raus. Gib uns,
dass wir sitzen zu deiner Rechten und deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Nun ja, Ehrenplätze in der Herrlichkeit Gottes an der Seite Jesu sitzen, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, weil sie hatten ihn ja begleitet, sie hatten ihn erlebt und sie hatten das Gefühl, mit dem ist nicht nur gut sein hier, sondern auch in der Ewigkeit Gottes. Aber dann muss er ihnen doch reinen Wein anschenken, nämlich reinen Wein anschenken, was es heißt, in der Poolposition bei Gott zu sein. Da gibt es keine VIP-Lounge, ne? So wie in den Stadien, wo man in der VIP-Lounge dann sitzt. Ich durfte auch schon mal bei RWE in der VIP-Lounge sein, das ist dann schon nett, kriegt man Essen und Trinken und unterhält sich mit vielen netten Leuten. Aber bei Jesus sieht die Poolposition anders aus, bei ihm hat sie einen Umweg, nämlich den Umweg über sein Kreuz. Und das sagt er ihnen. Bisschen verschlüsselt, aber ich glaube ziemlich klar. Darum sagt Jesus seinen Jüngern, ihr wisst nicht, um was er mich bittet. Könnt ihr denn den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft bin? Das heißt, könnt ihr diesen Weg des Leidens auch wirklich mitgehen? Denn unter seinem Kreuz, da sind die besten Plätze zu vergeben. Und das Gerangel in dieser Jüngerschar ruft natürlich Ärger hervor. Kann ich mir auch lebhaft vorstellen. Die anderen 10 kriegen das mit und denken, was ist denn hier los? Die wollen sich hier vordrängeln. Wir sind doch genauso Jünger wie die anderen. Und da erinnert Jesus seine Leute allesamt an Folgendes. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das heißt, wo Gott das Sagen hat, da gelten die langläufigen Rangordnungen, die wir so kennen, nicht mehr. Jesu Lebensart ist eine andere. Da ist es eben nicht, die Letzten beiß der Hunde, sondern da heißt es, die Letzten können die Ersten sein und die Ersten können die Letzten sein. Da kehren sich Verhältnisse um und ich finde das großartig. Wer groß sein will unter euch, sagt er, der soll euer aller Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll euer aller Knecht sein. Ein Gedanke, der mich wirklich immer wieder fasziniert. Jesus sagt ganz klar, hier werden die Verhältnisse, die wir so gemeinhin kennen, auf den Kopf gestellt. Es ist sozusagen ein Tausch, der passiert zwischen dem, was wir kennen und dem, was Jesus uns anbietet. Und dazu habe ich ein, wie ich finde, wunderbares jüdisches Gleichnis gefunden. Unsere jüdischen Glaubensschwestern und Brüder haben ja, und darauf ist ja Jesus sozusagen, basiert ja auch seine Botschaft. Er ist ja ein tiefgläubiger Jude gewesen und er wusste, wie im Judentum auch deutlich gesehen wird, Gott ist ein Gott der Kleinen, der Unscheinbaren und ein Gott der Barmherzigkeit. Rabbi Mendel, so heißt dieses Gleichnis, Rabbi Mendel erlebt Himmel und Hölle. Rabbi Mendel war ein ausgesprochen neugieriger und wissbegieriger Mensch. Rabbi Mendel wollte unbedingt wissen, wie es denn im Himmel wird und wie dagegen sozusagen der Tod in der Hölle aussieht. Eines Nachts schickte Gott einen Engel zu ihm und nahm Rabbi Mendel mit auf eine weite Reise. Schließlich kamen sie beide an ein Haus, der Engel öffnete eine Tür und der Mendel betrat einen riesigen Saal. Der war weiträumig, angenehm eingerichtet und warm. Und es waren sehr viele Leute dort. Mitten im Saal stand ein kreisrunder großer Tisch, auf dem eine Schüssel mit dampfender Suppe stand. Rings um den Tisch saßen die Leute. In ihren Händen hielten sie Löffel mit enorm langen Stielen. Die Löffel waren so lang, damit sie mit dem sozusagen Löffel in die Suppenschüssel reichen konnten. Aber sie vermochten mit diesen langen Löffeln nicht zu essen. So sehr sie sich auch alle bemühten, mit den Ellbogen ruderten, drängelten, sie bekamen den Löffel nicht an den Mund. Rings um den Tisch herrschte ein furchtbares Gedränge. Jeder versuchte, seine Position auszubauen. Die Leute schrien sich an, pass doch auf, geh doch weg, lass mich zuerst dran. Und keiner bekam seinen Löffel an den Mund. Auf dem Tisch stand die Schüssel voll Suppe, doch die Leute mussten hungern. Als Mendel diese Situation erfasste, packte ihn das blanke Entsetzen. Er rannte zum Ausgang und rief, das ist die Hölle! Der
Der Engel nahm Mendel bei der Hand und führte ihn in einen zweiten Saal. Der war ebenso eingerichtet wie der erste, gemütlich und warm, in der Mitte der kreisrunde Tisch und die Schüssel mit dampfender Suppe. Viele Leute waren da und hatten ebenfalls Löffel mit langen Stielen. Aber die Menschen in diesem Saal mussten nicht hungern, denn sie hatten gelernt, sich gegenseitig zu füttern. C'est la vie, so ist das Leben, liebe Gemeinde, wie Jesus es uns zeigt. Es geht also auch anders und es geht so viel besser, weil wir uns gegenseitig im Blick haben und nicht nur mich selber, weil ich sozusagen den Blick auf den anderen werfe und der dann plötzlich satt wird und ich aber auch satt werde. Ich habe mal ganz spitz gesagt, in einer Gemeindesituation, wo es ganz schwierig wurde, teilen macht reicher und nicht ärmer. Das hören wir alle, aber wir glauben es nicht. Es ist aber so. Und das finde ich einen großartigen Gedanken, dass Jesus dies auch getan hat. Er hat das Teilen sozusagen zur Kultur unserer christlichen Existenz gemacht. Und das finde ich was ganz Großartiges. Aber es ist wichtig, dass wir uns klar machen, es geht nicht nur um ein bisschen Nächstenliebe und seid ein bisschen nett zueinander, sondern es geht in unserer christlichen Botschaft auch noch um eine tiefere Dimension, nämlich wie Gott uns entgegenkommt, was er uns wirklich mitgibt. Und dazu gibt es noch eine zweite Legende, die von einem Frommen, einem Heiligen, der sein ganzes Leben darauf eingesetzt hatte, für andere Menschen sich einzusetzen. Und als er starb, sagte er traurig, jetzt kann ich mich nicht mehr für andere einsetzen. Aber nach kurzem Nachdenken entschloss er sich, in die Hölle zu gehen, um den Verdammten beizustehen. Im Himmel gab es da ziemlich große Unruhe. Und bald erging an den Fürsten der Hölle der Befehl, solange dieser fromme Mann in deiner Hölle ist, müssen die Feuer schweigen. Daraufhin hatte der Höllenfürst natürlich Probleme, weil plötzlich Ruhe und Frieden herrschte in der Hölle und er ging zu dem frommen Mann, um ihn zu bitten, dass hier doch nicht der rechte Platz für ihn sei. Und es könne doch nicht angehen, dass um seinetwillen in der Hölle Ruhe und Frieden herrsche, ob er denn nicht so freundlich sei, die Hölle wieder zu verlassen. Und daraufhin hat dieser fromme Mann ganz entspannt gesagt, kein Problem, mache ich gerne, wenn ich alle verdammten Seelen mitnehmen darf. Und in der Legende hat er sie dann alle mitgenommen und die Hölle war leer. Tolle Geschichte, denke ich, aber sie hat einen tiefen Kern. In unserem Glaubensbekenntnis, im Apostolischen, bekennen wir, hinabgestiegen in das Reich des Todes und dann wieder aufgestiegen in den Himmel. Das heißt, das, was Jesus für uns getan hat, ist genau dies. Er ist in diese Hölle hineingegangen, damit wir sozusagen nicht in diese Hölle hinein müssen, sondern, wie sagt er, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Und dieses Dienen ist sozusagen der Weg ans Kreuz. Viele, die gar keinen christlichen Zugang mehr haben, denken immer, was ist das für ein irrer Gott? Der lässt seinen Sohn ans Kreuz gehen, das ist doch fast Sadismus. Nein, das ist Liebe. Das ist Hingabe bis zum letzten Punkt und das ist eben ein bisschen mehr als nur seid nett zueinander, ein bisschen mehr Nächstenliebe, ein bisschen Liebe vielleicht, glaube ich, hat Nicole mal gesungen. Das ist nicht unser christlicher Glaube, sondern es geht darum, dass wir uns klar machen, so tief ist Gott in unsere Welt eingestiegen, in unser Leben. So tief ist er sozusagen mit uns verbunden und verwurzelt, dass er bereit gewesen ist, diesen Dienst für uns zu tun. Und zwar ohne Gegenleistung. Das finde ich das Großartigste. Wir kennen das alle. Wenn wir irgendwo eine freundliche Dienstleistung bekommen, ob im Hotel oder im Lokal, gibt man immer gern Trinkgeld, weil man das Gefühl hat, ich möchte mich nicht bedienen lassen. Bei Gott brauchen wir kein Trinkgeld bezahlen. Auch die Kollekte ist kein Trinkgeld, nur dass das nicht einer falsch versteht. Sondern es geht darum, wir werden beschenkt. Beschenkt mit der Liebe Gottes. Und wir nennen das in der Theologie Gnade. Das ist Gnade. Wenn du etwas geschenkt bekommst und es einfach mit offenen Armen annehmen darfst und brauchst nicht zurückgeben. Was du brauchst aber, ist es anzunehmen. Und wenn wir es annehmen, dann nennen wir das Glaube. Dass ich wirklich voller Vertrauen annehmen darf, dass Gott mich reich beschenkt mit diesem Zuspruch. Und dann finde ich, wenn wir das dann angenommen haben,
dann bleibt unser Leben natürlich nicht so, wie es vorher war, sondern dann verändert sich das Leben. Nicht, weil wir jetzt sozusagen uns was verdienen müssten, sondern weil wir Beschenkte sind. Und ich finde das einen großartigen Gedanken. Martin Luther hat das damals wunderbar in seiner Zeit entdeckt, dass er gesagt hat, allein die Gnade, allein Christus, das ist und der Glaube, das sind die sozusagen Grundessentials unseres christlichen Glaubens. Und das ist dann wirklich, so ist das Leben in der Nachfolge Christi. Und dann ist das Leben gut, dann ist es sozusagen vollkommen, weil wir es in seinem Sinne führen. Und ich finde, das ist eine so großartige Botschaft, die es verdient hat, immer wieder unter die Menschen gebracht zu werden, egal wo und wie. Und Sie haben am Anfang des Gottesdienstes ein Blatt bekommen, einer meiner Lieblingsbilder in meiner Lebensgeschichte hat dieses Bild etwas Besonderes und euer Pastor kennt diese Stadt wunderbar. Ich habe ja hier mal erzählt, wie die Kreuzeskirche gerettet wurde und in der Kreuzeskirche gibt es ein Kreuz. Da ist der Querbalken länger als der Balken, der nach unten geht. Sehr ungewöhnlich. Die Künstlerin hatte das gestaltet und als wir darüber sprachen, soll dieses Kreuz in die Apsis, also in die Rundung unserer Kreuzeskirche sein, spürte ich, es gibt ein Problem, das mental sozusagen der Kommission rüberzubringen. Und dann habe ich damals gesagt, jetzt musst du ein Zeichen setzen. Habe die Arme ausgebreitet, es war 2015, und habe gesagt, unter welchem Zeichen sind wir Weltmeister geworden? 2014. Und da sagte auf einmal einer, Rio, der Christus, der die Arme ausbreitet. Ja, ich sage, und genau darum geht's. Zu Gast bei Kirche sein, so ist der Slogan in der Kreuzeskirche, und Christus lädt uns alle ein. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und dieses Kreuz hat für uns heute noch eine unglaubliche Bedeutung, weil wir haben so viele Menschen in der Kreuzeskirche gehabt, die mit Kirche gar nichts mehr zu tun hatten, die dort Partys gefeiert haben, die dort so Jubiläum gefeiert haben und jeder sagte, so ein Kreuz habe ich noch nie gesehen. Nee, kannst du auch nicht. Das ist ein Unikat, nur für unsere Kirche hergestellt worden, zum Thema Gott lädt uns alle ein. Er macht die Arme ganz, ganz weit und schließt uns in seine liebevollen Arme. Und die berührendste Geschichte, die ich dazu in meinem Leben hatte, wir haben 2016 einen Gottesdienst mit einem Rabbiner gemacht zum Chanukka-Fest, kurz vor Weihnachten und zum Lichterfest. Und die erste Frage, die mein Rabbi mir sagte, du hast doch hoffentlich kein Kruzifix in deiner Kirche, also mit dem Korpus dran. Nein, habe ich gesagt, Joshua, hieß Joshua, dieses Kreuz hast du noch nie gesehen. Und dann kam er rein und sagte, das stimmt. Das ist ja ein Einladungsgestus und nicht ein angstmachendes Kruzifix. Und deshalb möchte ich Sie jetzt einladen, dass wir diesen Gedanken, dass Gott uns einlädt, wirklich gemeinsam auch in einem Dank an Gott und vor allen Dingen an Jesus selber sagen. Er ist ja diesen Weg gegangen. Und zwar mitunter auch mit bangem Herzen. Sie kennen alle die berühmte Szene im Garten Gethsemane, wo er betet, Herr, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir wissen nicht, was Gott geantwortet hat, aber wir wissen, was Jesus geantwortet hat. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann hat er diesen Weg angenommen, damit wir sozusagen wissen, wir sind eingeladen, die Liebe Gottes anzunehmen. Deshalb lade ich Sie jetzt ein, gemeinsam zu beten. Dieses kleine Dankgebet auf der Rückseite unseres Christus aus Rio de Janeiro. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, Gott hat uns so gewollt, wie wir sind, und er meint es gut mit uns. Danke, Jesus, dass du unser Mitmensch geworden bist, barmherzig und gerecht, liebevoll und gütig. Du gabst dein Leben hin, damit wir uns von Gott geliebt wissen. Danke, Jesus, dass Gottes Heiliger Geist uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Danke, Jesus, durch dich haben wir erfahren, Gott freut sich mit uns, wenn wir uns freuen, er weint mit, wenn wir weinen, und er leidet mit, wenn wir leiden. Danke, Jesus, du schenkst uns die Zuversicht, dass Gott unser Leben in seinen liebenden Händen hält und immer für uns da ist. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Hunder, für die Predigt.
und für die Gedanken, die Sie uns mitgegeben haben und auch für dieses wundervolle Bild vom Christus in Rio, den ich wirklich kenne, weil wir da in Brasilien ja viele Jahre auch Missionare waren, meine Familie und ich. Ja, wir singen ein gemeinsames Lied, Seid fröhlich in der Hoffnung. Wir wollen miteinander beten und bleiben zunächst noch sitzen. Und wenn wir dann gleich das Vaterunser beten, dann würde ich bitten, für wen es möglich ist, dass wir dazu aufstehen. Barmherziger Gott, du bist auf wunderbare Weise am Wirken in dieser Welt. Und wir staunen darüber. Und du nimmst uns auch mit hinein in dein Wirken und stellst uns manchmal vor Aufgaben, bei denen wir nicht wissen, wie wir sie bewältigen sollen. Gott, stärke in uns das Vertrauen, dass du bei uns bist und uns die Kraft gibst, zu tun, was nötig ist. Lass uns erkennen, wer uns braucht. Und hilf uns, die Aufgaben anzupacken, auch wenn wir nicht wissen, wie es ausgeht. Hilf uns, wo wir etwas Neues beginnen, eine neue Arbeit, ein neues Projekt, eine neue Aufgabe.
Gott, wir bitten dich für alle, die in Leitungsverantwortung stehen, in Unternehmen, in Schulen und im öffentlichen Leben. Gib ihnen Weisheit und Mut für Entscheidungen. Hilf ihnen, ihre Aufgaben zum Wohl der Menschen zu erfüllen. Wir beten auch für unseren Bürgermeister, unsere Abgeordneten im Landtag und im Bundestag, unsere Regierung und den Bundeskanzler. Gott, wir denken auch an die Ukraine und den Krieg. Wir bitten dich für die Verantwortlichen und die Entscheidungsträger. Schenke den Willen zum Frieden und eine Rückkehr zu Verhandlungen. Wir bitten dich für die vielen Menschen auf der Flucht, dass sie Hilfe finden und ein neues Zuhause und dass du sie tröstest und ihnen Hoffnung schenkst. Herr, wir denken auch an die, die in unserer Gemeinde krank sind, denen es nicht gut geht an Leib und Seele, die Schmerzen haben oder auch eine Operation hinter sich oder noch vor sich haben. Wir bitten dich für alle, die sich alleine und müde fühlen und bitten dich, trage sie hindurch, schenke Genesung und neue Kraft. Lass sie diese Erfahrung machen und gib ihnen auch immer wieder den Blick auf die schönen Dinge im Leben. Und wir bitten dich für uns alle um Gesundheit, um Vertrauen und dass wir miteinander verbunden bleiben. Und so beten wir mit den Worten, die du, Jesus, uns gelehrt hast. Und wir stehen dazu auf. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuld. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir nehmen wieder Platz. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes angekommen und ich möchte noch ein paar Ansagen machen. Am kommenden Dienstag, also übermorgen, ist eigentlich der Seniorennachmittag geplant, der fällt aber leider aus. Wir haben es auch schon in der Wocheninfo oder im Anhang an die Wocheninfo bekannt gegeben, findet leider diese Woche nicht statt, sondern erst wieder im kommenden Monat. Ebenfalls am Dienstag um 19.30 Uhr findet die Supervision im Kreis bei uns statt, hier bei uns im Gemeindehaus. Und es ist offen für alle Seelsorgeinteressierten, für alle, die in irgendeiner Weise an Seelsorge, bei der Seelsorge mitarbeiten. Und Sie und ihr seid herzlich eingeladen, dabei zu sein. 19.30 Uhr. Am Freitag um 16.30 Uhr treffen sich wieder die Teenager zum biblischen Unterricht in Katernberg. Nach unserer Freizeit im Juni, jetzt geht's in die zweite Halbzeit, sag ich mal, und wie gesagt, wir starten jetzt in das zweite Halbjahr mit dem biblischen Unterricht. Am Sonntag, am kommenden Sonntag, den 21. August, haben wir Brunnenfest. Und zwar um 15 Uhr. Also kein Gottesdienst um 10 Uhr wie gewohnt und auch kein Abendmahl, wie wir immer am dritten Sonntag im Monat feiern, sondern das Abendmahl feiern wir eine Woche später am 28. Was machen wir? Wir treffen uns hier nebenan am Alfredi-Brunnen und beginnen um 15 Uhr erst einmal mit einem Stehkaffee. Und dann haben wir einen Open-Air-Gottesdienst, eine Malaktion für Kinder, Riesenseifenblasen, nicht nur für Kinder, und wollen auch gemeinsam singen. Und der Tenor wird international sein. Ich lade auch ein, dass wir internationale Gerichte mitbringen, weil es wird im Anschluss daran ein Grillen geben, hier bei uns im Gemeindehaus, am Gemeindehaus im Hof. Und unsere Absicht ist ja, wie wir schon mal gesagt haben, wir wollen im Stadtteil präsent sein, wir wollen in Kontakt kommen zu den Menschen um uns herum. Und dafür soll dieses Brunnenfest dienen.
Nochmal eine Bitte an alle, die dabei sein wollen, die teilnehmen wollen. Bitte tragt euch in die Liste ein. Sie hängt hier im Foyer am schwarzen Brett, damit wir wissen, wie viele kommen und damit wir planen und auch einkaufen können. Weil es macht einen Unterschied, ob wir für 100 Menschen Würstchen und andere Dinge und Getränke einkaufen oder nur für 30. Deswegen wäre es wirklich wichtig, bitte tragt euch ein, damit wir wissen, mit wie vielen Menschen wir rechnen können. Danke auch an alle Freiwilligen, die sich schon eingetragen haben in die Liste zum Mithelfen. Und auch da haben wir weiterhin Bedarf zum Auf- und Abbau und in der Küche. Und da können Sie sich eintragen in die Listen am schwarzen Brett. Und noch eine Bitte, wer zu Hause Gartenstühle oder Klappstühle hat, aus Plastik, bitte mitbringen. Die wollen wir dann nämlich aufbauen hier nebenan. Wir können auch die Stühle hier aus dem Saal nehmen, aber die sind schon ganz schön schwer. Und von daher, Plastikstühle würden uns da entgegenkommen. Und dann möchte der Martin noch eine Ansage machen und ich bitte dich, Martin, dass du mal nach vorne kommst. Ja, das passt zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir haben vor einigen Wochen, haben wir hier Samstag mittags auch am Brunnen, haben wir Passanten eingeladen zum kommenden Gottesdienst danach für den Sonntag. Das wollen wir nächsten Samstag auch wiederholen, dass wir mit ein paar Leuten hier vorne am Brunnen einen kleinen Stand haben und eben die Passanten, es sind sehr viele am Samstag, die hier vorbeikommen, dass wir die eben einladen auch zu dem Brunnenfest für den Sonntag. Und da ist halt, ich brauche noch ein paar Mitstreiter, die da sich das vorstellen können, sich trauen, für eine Stunde von 13 bis 14 Uhr hier die Passanten anzusprechen und zum Gottesdienst einzuladen. Also wer das sich vorstellen kann für nächsten Samstag, sich bitte ruhig mal bei mir zu melden. Und wir bräuchten noch eine Person, die vielleicht so lieb ist und da vielleicht einen Kuchen backen könnte, irgendwas, was man so auf die Hand nehmen kann. Also jetzt keine Sahnetorte, irgendeinen trockenen Kuchen. Ja, genau, den man dann auch an dem Stand anbieten kann mit dem Wasser. Wenn es heiß ist, ist immer ein Wasser auch nicht schlecht für die eine Stunde. Wir werden ein paar Leute haben, die ein bisschen Musik machen. Das ist immer ganz gut, wenn man Leute damit auch ein bisschen anlocken kann. Und wie gesagt, wer sich das vorstellen kann und dann Herz dafür hat, sich gerne bei mir melden. Danke. Ja, und wie ich gehört habe, es soll Irish-folkig werden so ein bisschen. Ja, man muss ja ein bisschen locken. Es wird bestimmt sehr schön. Also nächsten Samstag um 13 Uhr auch hier am Alfredibrunnen. Und genau, dass ihr damit unterstützt. Und das Ganze ist ja vorbereitet vom Arbeitskreis. Komm mal vorbei. Ja, wohin denn? Zum Brunnenfest. Ja, Geburtstage haben wir in der kommenden Woche keine, aber es gibt noch eine Ansage zu machen, und zwar in 2 Wochen wird das internationale Sommerfest der Deutschen Evangelischen Allianz sein, hier in Essen, und zwar im Weiglerhaus. Das ist am Samstag, den 27. August, im Weiglerhaus ab 11 Uhr. Und auch hier ist der Tenor international. Es geht darum, Christen oder auch Gemeinden und Gruppen, christliche Gruppen hier in Essen und Umgebung einzuladen und gemeinsam einfach sich kennenzulernen, sich zu vernetzen und sich zu unterstützen. Ich habe so das Gefühl, jetzt nach einer langen Corona-Pause, wo vieles nicht ging, jetzt ploppen die Feste, die Sommerfeste und so weiter alle so hoch. Und es ist einfach schön, dass wir so manches wieder machen können, was wir lange nicht machen konnten. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an alle, die sich am Gottesdienst heute beteiligen, ob an der Technik oder auch in der Küche, auch in der Musik. Vielen Dank, Andreas, dass du mit dabei bist und mich verstärkst an der Gitarre. Das finde ich sehr schön, sehr bereichernd. Und auch an Sie, Pfarrer Hunder, schön, dass Sie heute hier sind. Und ich habe ja eben schon in der Einleitung gesagt, Sie sind im Ruhestand, aber ja, so ein richtiger Ruhestand ist das ja gar nicht. Das ist ja irgendwie so rührig und tätig. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, was Sie vorhaben. Vielleicht können Sie uns da noch ein bisschen mit hineinnehmen, weil ich finde das ganz spannend, was Sie jetzt in den nächsten Monaten vorhaben. Ja, vielen Dank. Also das Thema Internationalität ist das Stichwort. Ich bin kurz vor dem Absprung zum Thema Mission.
Es gibt auch Missionsaufgaben für Pensionäre. Überall auf der Welt gibt es Stellen für Pastorinnen und Pastoren in Auslandsgemeinden. Ihr wart ja auch in Brasilien. Und ich werde jetzt ab nächsten Monat, im September geht's los, auf den Kanarischen Inseln Missionsarbeit machen, auf Lanzarote. Eine der, wie ich finde, spannendsten Inseln, wirklich spirituelle Insel mit Cesar Manrique. Der hat dort wunderbare Orte, Kraftorte, finde ich, geschaffen. Und das ist ein Dienst für Pensionäre. Ich bin da für die Deutsche Evangelische Gemeinde zuständig mache das für 10 Monate. Das ist tatsächlich so ein Projekt. Ich wollte immer mal ins Ausland gehen. Meine Frau sagte, du wolltest mal nach Südafrika, das stimmt. Aber mit 6 kleinen Kindern war das damals schwierig. Und jetzt habe ich mir meinen Traum erfüllt. Und als er jetzt die Zeit hier Internationalität, wir hatten jetzt diese Woche Vorbereitungstagung in Hannover, auch wieder live. Und da hat unsere Auslandsbischöfin, Frau Bosse-Huber, uns erzählt, es wird dieses Jahr zum ersten Mal der Ökumenische Weltrat der Kirchen in Deutschland tagen, und zwar in Karlsruhe. Und das war total bewegend. Also wir haben quasi von ihr einen Einblick in die Vorbereitung für diese ÖOK-Treffen. 2.500 Menschen aus der ganzen Welt kommen nach Karlsruhe. Und die Treffen heißen Brunnenfeste. Ist das nicht schön? Ja, weil es war, also so viel nur mal so eine Idee, weil sie sagte, wir kennen alle Kirchentage, da gibt es Markt der Möglichkeiten. Nur der Marktplatz ist für manche Menschen ein Begriff, aber für andere Teile auf der Welt überhaupt nicht. Aber der Brunnen ist für alle Menschen auf der Welt, vor allen Dingen da, wo wenig Wasser ist, ganz wichtig. Und deswegen hat sie gesagt, und die Brunnen sind in der Bibel ganz oft Treffpunkte, wo Menschen Jesus sehen, Brunnengeschichten. Im Alten Testament gibt es ganz viele Brunnengeschichten. Und ich fand es total schön. Und wir haben da gesessen und haben uns alle angeguckt und haben gesagt, wow, das ist ein Erlebnis. Und ich hatte die Freude, Ostern schon mal dort einen Vorbesuch machen zu dürfen. Und das war sehr schön dort quasi schon mal. Ich weiß schon, wo ich hinkomme, wo die Kirchen sind. Ich habe eine kleine Kirche. Ich schicke euch noch mal einen kleinen Impuls. Es sind beides 2 kleine katholischen Kirchen, in der ich Gottesdienst am Wochenende halte. Bin dort zu Gast kriege aber einen Schlüssel für die Kirche. Das finde ich schön. Also das sind schon schöne Aussichten. Also Sie merken, bei mir ist die Freude, steigt schon langsam in mir auf, weil ich einfach diesen Ort auch wunderbar finde und es großartig finde, dass Menschen im Ausland, das sind oft Gemeinden, die sind von Gemeindegliedern gegründet worden. Also sind es nicht EKD-Gemeinden, sondern Menschen haben gesagt, wir möchten gern, dass unser Glaube hier gelebt wird. Und die Dame, die dort seit 35 Jahren ist, heißt Gisela. Und Gisela hat mir erstmal erklärt, ich kam hier hin, ich war für TUJE unterwegs und dann habe ich irgendwann mich beschwert bei der EKD, also Evangelischen Kirche, wieso haben wir hier keinen Pastor? Die kommt aus Norddeutschland. Die haben gesagt, ja, der macht das aus Gran Canaria, macht er das mit? Ja, aber der kommt ja nur alle halbe Jahre. Ich will jetzt einen eigenen haben. Da haben die gesagt, überlegen Sie mal, dann nehmen wir halt Pensionäre. Und dann sagt sie, habe ich den ersten pensionierten Pastor hier vor 35 Jahren hergeholt. Das ist doch mal eine Initiative. Und das finde ich total schön, dass Menschen ihrem Glauben auch ein Stück Gestalt geben wollen. Und wir haben jetzt gelernt, wir sind das Geschenk der EKD an diese Menschen. Das finde ich schön. Also ich in Geschenkpapier eingepackt, ist schon eigentümlich. Aber ist eine schöne Gedanke, finde ich schön, werde ich beim ersten Gottesdienst auch gleich sagen. Ich hatte so ein Namensschild bekommen, das habe ich mitgenommen. Ich habe gesagt, ich bin jetzt das Geschenk der EKD an euch. Für 10 Monate. Könnt ihr mich auspacken. Ist doch eine sehr schöne Idee. Und deshalb kann ich nur sagen, es ist eine schöne Aufgabe und wir dürfen als Christinnen und Christen ja überall auf der Welt sozusagen von dem Glauben erzählen und auf Menschen treffen, die darauf auch wirklich warten. Und das finde ich etwas, was großartig ist. Ja, ich bin mal gespannt, was uns erwartet. Meine Frau wird zeitweise mitkommen, nicht die ganze Zeit. Sie wird so ein bisschen pendeln hier zwischen Essen und Lanzarote. Aber von mir ist geplant, dass ich da bleiben soll, obwohl vielleicht nur ein kleines Bomo. Ich habe dann gefragt, sag mal, habe ich eigentlich einen Urlaubsanspruch? Nee, sagte du nicht, du bist ja Ehrenamtler. Fand ich jetzt eine schöne Idee. Aber wenn du mal Stress hast, kannst du auch zurückfliegen. Musst du mir nur Bescheid geben. Also fand ich jetzt ein irrer Gedanke, dass wir einfach sagen können, wir sind jetzt da, bieten unsere Dienste an und sind bereit, uns in die Aufgabe hineinzugeben. Und ich bin mal gespannt, auf wen ich dort treffe und wie viele Dinge mir dort begegnen.
Also das wollte ich nochmal mitgeben. Deswegen habe ich mich gefreut, heute nochmal hier bei euch zu sein. Ich will nochmal mich auch bedanken. Ich finde die Atmosphäre immer sehr lebendig und sehr auch positiv und offen hier. Und finde auch nochmal toll, dass wir beide, obwohl wir hier sozusagen erst nach meiner Pensionierung Kontakt kriegten, einfach so einen guten Draht aufgemacht haben. Und ich komme gerne nochmal wieder, wenn ich aus Lanzarote zurück bin. Und da habe ich bestimmt eine Menge zu erzählen von der Insel. Ne? Alles Gute euch. Gottes Segen für euch. Ne? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander in Kontakt bleiben und vielleicht auch zwischendurch mal etwas mitbekommen, wie es Ihnen dort dann ergeht. Ja, da kann ich nur in Portugiesisch anschließen. Que Deus acompanhe você, abençoe e fortalece você, seu irmão em seu ministério. Alles Gute, Gott begleite Sie, segne Sie und gebe Ihnen die Kraft, die Sie brauchen. Ja, wir sind jetzt, wie schon gesagt, fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich würde uns gleich den Segen zusprechen. Genau, aber vorher singen wir noch ein Lied miteinander. Und, ach ja, noch eine Ansage für nach dem Gottesdienst. Wenn wir wollen, wenn Sie, wenn ihr möchtet, können wir noch zusammen sein bei einem Glas Wasser, bei einer Tasse Kaffee, zusammenstehen und uns austauschen. Hier draußen im Schatten oder eben, genau, haben Sie schon einige Stühle aufgestellt. Ja, wir singen das Segenslied. Komm, Herr, segne uns.
Empfangt den Segen des Herrn und wenn möglich bitte ich, dass wir dazu aufstehen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So segne dich der dreieine Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören ein Musikstück zum Abschluss. Verleih uns Frieden gnädiglich.